Ah, Chef, wie sieht die? La la la, la, ich bin so heiß wie ein Vulkan. Ha, 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 ha. Und bald verbrenn ich mich daran. Du nennst mich Lady Samba, ich bin der Eierfaller Jökül. Lelelele, Eierfaller, na mein Krüdi, der Eierfaller Jökül. Ja, ach so, ja der, ne? Sag dir da was. Und Lady Samba bist du auch noch, Lady oder was? Lady Samba, weiß noch, Tony Holiday, du Anton, bist doch kein, Anton Urlaub, du bist doch Tony keine, Holiday du bist damals. Doch keine Lady, sag mal. Na, es gehört aber zum Lied zu. Ja, 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 du bist so heiß wie ein Vulkan, nie war er so wertvoll wie heute, diese Titel. Ja. Das muss man auch mal sagen. Und Dieter Bohlen hat schon gesagt, das Wichtigste ist die Auswahl von Titeln. Wenn du nicht einen richtigen Titel hast, der nicht zu dir passt, dann wird es nichts. Ne? Wieso? Ne? Brauchst du auch einen Titel jetzt, oder was? Nein, aber ich meine nur, ne? Hat das überhaupt schon ein Geräusch gemacht? Das ist aber auch ein bisschen enttäuschend. Da ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen Sorgen hier. Hier Eisenerz und Brom und sowas drin. Von der Verperlung aus dem Himmel raus, ne? Mein Engel, Mann, es ist so. Prost, ne? Mahlzeit. Es ist schon eine bedrohliche Sache. Man muss es ja auch, man kann es von der heiteren Seite sehen. Ich lache und singe die Sorgen weg, mein Engelmann. Was mit den Vulkanen? Eierfaller Jökül ist das Stichwort. Ne? Eierfaller Jökül. Ja, ja. Ne? Ne? So heißt der, ne? Der heißt so. Eierfaller Jökül. Eierfaller Jökül. Ne? Aber wieso ist das so keine Bedrohung? Es ist eine Bedrohung. Wieso, für wen? Für alle. Es ist eine reine Bedrohung. Erstmal dachte ich auch für HSV, weil die haben so viel Blei in den Beinen. Da habe ich schon gedacht, dass das mal sorgen von der Wolke, der Bleianteil heruntergeperlt ist in die Beine hinein. Oder mal sorgen über den Körper, über das Trikot in die Beine hinein gesickert. Blei? Und es ist auch Blei mit drin in der Wolke. Wieso haben die Blei? Für Blei, dann laufen sie schwerer. Früher hat man ja gesagt, die laufen schwerer jetzt wie Gerd Müller. Wenn er Werbung hat, hat er, glaube ich, gemacht für Margarine. Da hat man gedacht, dass es so schwer kommt und mit den Margarineblöcken nicht weiter. Aber beim HSV, denke ich, muss die verspielen ja alles. Wahrscheinlich, denke ich, weil sie Blei in den Beinen haben. Ach, die haben nicht gut gespielt oder was? Ach, die laufen nicht richtig oder wie? Was meinst du, die stehen da oder sind an Stangen aufgeschraubt wie beim Tippkick und dann macht einer der Trainer so oder wie? Oder nee. Was? Nee, glaube ich nicht. Ja, eben. Ja, ja, wie du erstmal mit Blei und so, da muss man erstmal. Ja, wenn man sagt, jemand hat Blei in den Beinen. Ja, ja, er hat schwere Beine, meinst du? Er hat schwere Beine. Schwere Beine, ja. Eierfaller Jökül ist das Stichwort, mein Engelmann. Ach, und das kommt von den Vulkanen, meinst du? Vulkanen, die haben Vulkanbeine quasi, ne? Vulkanbeine, sie haben Vulkanbeine, dachte ich erst, weil das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber dann Schumi auch, er kommt auch nicht aus der Puschen raus. Ach ja, der hat auch so. Auch alles, man weiß gar nicht, alles, was gut ist, dreht sich zu. Zum Schlechten durch den Vulkan. Das ist doch dein Titan mal gewesen, sag mal, früher. Ja, ich weiß Schumi. Es auch nicht. Ja, und jetzt? Was ist jetzt? Meine Schuhe haben auch nicht mehr den Grip, den sie mal hatten. Irgendwie ist alles von den Eierfaller Jökül. Das ist irgendwie, das stimmt was nicht. Das sag ich dir, mein Engelmann. Die guten Sachen drehen sich alle so zum Schlechten. Ich kann das gar nicht richtig verstehen. Wieso, was denn noch für gute Sachen? Da war ein Feuerwehrmann zum Beispiel. Ein Feuerwehrmann, der hat aber in Wahrheit die Brände gelegt, obwohl er löschen soll. Wer, wo? In Berlin, habe ich gelesen. Ach echt? Dann war hier Müllmänner, die sollten eigentlich den Müll abtransportieren. Was machen sie? Sie fahren gegen ein Haus, gegen ein Wahrzeichen in irgendeine Stadt. Also sie produzieren Müll. Ja. Lauter komisch, es dreht sich alles so komisch, mein Engelmann. Es macht mir Sorge. Und ich muss sagen, nachdem ich das ein bisschen weiter studiert habe jetzt, ne? Hm. Ne? Ne? Hm. Mit einem Eierfaller Jökül, ne? Ja. Da waren ja schon der AZT-ge. Der Azteke jetzt von früher, der hat ja in seinen Kalender schon aufgeschrieben, dass da so was Unheiliges passiert. Die Azteken im Island drin, oder was? Nö, nee, der Azteke vor ein paar tausend Millionen Jahren, der hat schon aufgeschrieben, hier, pass mal auf und so, mit einem Maya-Kalender. Wie, was hat der? Der hat aufgeschrieben, dass in Island da ein Vulkan no, das aufgeht, doch wohl irgendwas passiert, was doch nicht mehr sorgen, wo die Welt untergeht. Hier, der Nostradamus. Ich hatte das mir gemerkt, aber wieder vergessen. Ach, dieser, ich weiß. Nostradin. Nee. Noster. Nee. Nostradam. Nein. Nostradam. Nein. Noster.
Nostradamus heißt er. Nostradamus. 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 Wieso der? Ach, der A. Ach, jetzt geht die Welt unter. Das hat auch schon hier Roland Emmerich in Bad Bloster. Der hat das auch mit 2012, dass die Erde untergeht. Und dass das mit einer großen Wolke und so weiter zu tun hat und mit einem Ausbruch und so. Ja, da mache ich mir schon meine Sorgen über. Das, du meinst, jetzt geht die Welt unter, nur weil da so ein Vulkan am Dampfen ist, sag mal. Mein Ingo-Mann, du nimmst das aber sehr auf die leichte Schulter. Nur weil du hier in deinem über Metall hermetisch abgeriegelte Broderbude bist. Weil du denkst, hier bist du geschützt gegen eine Verstrahlung und gegen eine Verperlung aus der Luft und so weiter. Wieso, aber draußen auf der Straße ist, okay, doch mal raus, das ist doch auch ganz normal. Es ist eine feinstaubliche Sache. Es ist Silizium. Kalium, Brom, Eisenerz, das ganze Programm wird in die Luft reingeschossen. Deswegen ist es doch mit den Flugzeugen. Hast du das gar nicht mitgekriegt? Natürlich, das weiß ich auch. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja klar, dann ist ein paar Tage ist eben eine Wolke und dann ist sie irgendwann wieder weg und dann fliegen die wieder. Was soll denn da jetzt so? Ein paar Tage? Ja, was soll denn? Wahrscheinlich noch länger. Ja, dann sind das eben ein paar Tage mehr. Das ist mir doch. Ich sag's dir, es sind die Vorboten. Wahrscheinlich ist. Ich hatte letzte Woche ja gedacht, das ist der Avatar. Willst du jetzt nächste Woche in Urlaub fliegen oder was? Nein. Ich bin bescheuert. Hinterher schmiert die Mühle ab. Ich habe ein Interview gesehen mit einem amerikanischen Kapitän von Fliege drin, der mal durch eine Vulkanwolke geflogen ist. Dort macht das Klack ein Triebwerk, Feierabend. Klack das zweite. Er meint, wir wollen der schwerste Segelflieger der Welt. Er hat es noch einen auf Heiter gemacht, weil der Amerikaner ja immer gerne ein bisschen stärker rüber kommen, wenn wir die Lederjacke an. Ne? Ja. Ja. So, als, ja. So, ne? So, hält, okay, ne? Frank, ich geh doch jetzt rein. Sag Mary, dass ich sie liebe. Ja. Ne? Nehmt mich nicht mit, ich bin eine Last für euch. Und so, wie in den Filmen mit Bruce Willis und mit dem Fantame da, ne? Mit den Leuten, die immer da so harte Burschen sind. Aber die Wahrheit, mein Ingo Mann, sieht anders aus. Ja. Erst betrifft es die Fliege. Erst. Ja. Ja, und dann? Und dann geht es weiter. Dann wird wahrscheinlich noch mehr von der Menschheit dort dran glauben müssen. Der Flieger ist der Vorbote. Wieso da dran glauben? Da muss doch keiner dran glauben. Wo denn glauben? Wo ist denn der Glaube da mit bei? Wenn er so einen Vulkan ausstößt, das hat es noch nie gegeben. Irgendwann muss man da ernsthaft Sorgen über der Dorf. Ich will mal bitte hier mal um Gehör bitten. Ja, ich habe ja wohl Ohren, habe ich ja wohl am Kopf dran. Aber wenn du jetzt nächste Woche nicht in Urlaub fliegen willst, kann dir das doch eigentlich scheißegal sein. Das, der Staub, der geht doch irgendwann wieder weg. Ja, aber vielleicht ist denn noch weg. Auf der Welt überall die Vulkane. Nee, aber er geht wahrscheinlich nicht wieder weg. Weil wenn daneben ist noch einer, neben den Eierfaller Jörgül, ist noch ein dicker Bursche. Und wenn der jetzt auch noch abrotzt, dann ist es sowieso schlecht, wenn der Auswurf in der Atomsperre rausgeworfen wird. Wahrscheinlich ist das nämlich auch mit dem blauen Storch so. Der ist doch wahrscheinlich lang geflogen und ist angereiert worden. Das ist wahrscheinlich mal so gewesen. Aber jetzt weiß was. Jetzt, ich möchte das noch mal verdeutlichen. Ich habe mich da schon mit beschäftigt. Weil das ist, also du hast Angst. Ich also. Habe Angst, wenn dieser Nostradamus. Und der RCT geht schon so, auch die Welt geht unter, die werden da sich schon was bei gedacht haben. Guck mal, es ist doch so, in diesem Ausstoß von Vulkan, ne? Da ist doch jetzt mal so ein Erz und so weiter. Ne? Erz in der Luft. Ne? Und deswegen alles, was in der Erde ist sonst. Das, dürfen wir deswegen nicht fliegen, weil der Pilot, dieser Amerikaner Pilot, hat gesagt, wenn das da reinfliegt, in die Turbine, wenn hier das Kerosin, womit die fliegen, ne? Ja. Das braucht Sauerstoff, ne? So wie ich jetzt auch, manchmal, ne? Deswegen, ich atme ja ab, wenn ich das Bier getrunken habe. Dann perlt das hinaus, damit ich auch weiter schön atmen kann. Mhm. Und so ist es auch mit der Turbine. Und wenn da jetzt mal sorgen, diese Wolke da reinkommt, deswegen dürfen sie ja nicht fliegen, dann wird das so heiß, dann wird das zu Glas. Was? Das Erz da drin wird weich und flüssig und wird zu Glas. Zu Glas. Zu Glas? Das wird zu Glas. Und dann macht der Klack und dann reißt das du Löcher rein. Und deswegen verabschiedet sich die So. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Das war damals auch schon der Anfang, als die Dinosaurier runtergegangen sind. Wurde auch ein Riesenknall und war damit mal als erstes, war nämlich die Flugsaurier weg. Aber war da nicht, das sind doch hier Dings, wie heißen die noch?
Meteoriten sind das doch gewesen. Das ist so das Gleiche in Grün. Außerdem weiß man das nicht. Man war nicht dabei. Es gibt keine Fotos davon. Ja, das ist ja wohl klar, dass ja keiner mehr. Da gab es ja noch nicht mal einen Mensch zu der Zeit. Wie soll denn das mit einem Foto gewesen sein? Ja, dann, und jetzt, ja, aber als erstes hat man nämlich die Knochenfunde und so weiter.